Es ist nur für dich, wenn du am Boden liegst. Spreiz deine Flügel, ich will sehen, wie du nach oben fliegst. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, doch starke Mädchen weinen nicht. Herzlich willkommen bei der Blues FM Folge, meine Damen und Herren. Heute schauen wir von ASAP Superstar an. Produziert ist der Beat von Superstar Beats. Ich glaube, der macht ein paar Freebeats. Der hat über knapp an die 90.000 Abonnenten. Ich glaube, 86.000, noch was. Ich sag mal so, vermutlich ein Freebeat von dem Kanal, denke ich jetzt mal. So, der nette ASAP hat mir auf Instagram geschrieben, er würde das nett finden, wenn ich mal seinen Song angucken würde und meine Meinung dazu sagen würde. Er hat gesagt, analysiere, aber da ich keine Analysen mache, rede ich hier von meiner Meinung. So, sagen wir mal so, der Kanal hat 125 Abonnenten und hat aber schon dazu schon 5.278 Aufrufe. Was ich extrem viel finde, enorm viel finde. Besonders, ich habe die Kommentare jetzt durchgeguckt, jeder davon positiv. Na gut, außer der hat gesagt, er hat geschrieben, in dir steckt mehr, ich bin auf die nächste Auskopplung gespannt. Was indirekt zwar vielleicht eine Kritik ist, aber auch positiv gemeint ist. Ich habe gesagt, ich bin gespannt. Er hat gesagt, er hat 6 Jahre irgendwie eine Pause gemacht. Er hat schon vorher Musik gemacht, jetzt 6 Jahre Pause. Und jetzt will er nochmal den Angriff wagen. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Lass mir loslegen. Er hat mir auch geschrieben, dass er definitiv dranbleiben wird und die nächste Single, beziehungsweise die nächste Auskopplung wahrscheinlich nächsten Monat. Na gut, er hat geschrieben, das ist eine Kostenfrage. Aber ich gehe davon aus, die nächsten Monate, nächsten Monat oder übernächsten Monat. In die Sonne, ich schließe die Augen und folge mein Ziel. Gebe nicht auf, schaue hinaus und beende das Spiel. Fange nicht an, denn die meisten deutschen Rapper reden viel zu viel. Und ich glaube, heute Nacht werde ich zu einem gottverdammten Star. Digi, super, super Star, Digi. Ich beende Karrieren, Habibi, und lebe mein Traum. Super Star, Digi, super, super Star, Baby. Ich beende Karrieren und lebe mein Traum. Willkommen im Game. Ich bin... Oh fuck, hab ich volle Pulle in der. Ich glaube, das ist die Hook gewesen. Fuck, die ist ja extrem musikalisch. Das erinnert mich an die... an die LD-Crew. Da gab es diesen Orasis. Auch natürlich auch Locke. Die haben auch solche Dinge rausgehauen. Alter. Ich bin echt positiv überrascht von der Hook. Richtig musikalisch. Gesungen. Alter. Im Game, Detonation, ASAP Habibi, ich rappe zu dope. Sky ist der Limit, die Wolken sind nah. Alles was ich will, ist ein goldener Tag. Für meine Family breche die Wände. Sterbe wie Kennedy, eine Legende. Zu viel Gelaber hat durch Rap geplagt. Hier kommt der Arzt, der die Seuche verjagt. Ich stürme die Charts mit tausenden Parts. Glaub mir, ihr seid jetzt am Arsch. Keiner kommt mir in die Quere, ich lad. Nach und erschieß ohne Gnade dein Team. Mein Ziel ist nur hell an Money verdienen. Jung aus der Großstadt, la vida loca. Hol mir mein Hack wie ein Metzger auf Coca. Und sie glauben, dass ich fall, Baby. Meine Stimme, ja, sie knallt, Baby. Durchblick wie ein Ultraschall, Baby. Superstar, Digi. Superstar. Blick in die Sonne. Scheiße, Bruder. Das. Ich kann natürlich jetzt. Ich werde wahrscheinlich jetzt jemanden angreifen. Das. Ich wirklich. Meilenweit besser als manche großen anderen Rapper, was die raushauen. Wir haben in den im ersten Part, wir haben Vergleiche. Nice. Ich habe den Durchblick wie Röntgenblick, also wie Röntgen etc. Ich glaube, da waren, ich glaube, wenn ich jetzt richtig gehört, ich glaube 4 Vergleiche. Ich glaube 4, 5 Vergleiche waren mit drin. Dann immer Abwechslung. Manchmal wird es mit normaler Stimme, dann wieder mit so einer effektstarken Stimme,
Dann wieder so, das in einen Part. Mega. Mega. Hier wurde viel Arbeit reingesteckt. So, hier wurde sich hingesetzt und haben sich gedacht, Jungs, ist zwar alles geil, alles dope, aber ich will Abwechslung. Ich will einfach stumpf, rupide den Text runterrattern. Ich will ein bisschen Highlights. Mega geil. Das ist doch das, was ich auch immer zu Navy West Ghost und Young Kira immer sage. Übelst viel Effekte etc. Übelst nice alles, aber halt der Text stimmt, ne? Und hier mit ein paar Vergleichen, ey, da kriegst du mich immer. Wenn man natürlich nicht den Scheiß wiederholt, natürlich. In die Sonne, ich schließe die Augen und folge mein Ziel. Gebe nicht auf, schaue hinaus und beende das Spiel. Folge nicht lang, denn die meisten deutschen Rapper reden viel zu viel. Und ich glaube, heute Nacht werde ich zu einem gottverdammten Star. Digi, super, super Star, Digi. Ich beende Karrieren, Habibi, und lebe mein Traum. Superstar, Digi, super, super Star, Baby. Ich beende Karrieren und lebe mein Traum. Mein Leben war schwer. Nice. Besonders muss er übelst viel Geld gefressen haben. Leck mich doch am Arsch. Besonders, wir reden hier von den. Der Kanal ist neu gegründet. So, der war, ich glaube, im Oktober, so, wie kann ich mal drauf gehen? Hier. Also, so viel finanzielle Rücklage wird der junge Mann hier haben. So, das hat eigentlich alles aus der eigenen Tasche gelatzt. Die Produktion kostet Geld, die Tonaufnahme kostet Geld, das Mixen und Mastering kostet alles Geld. So, und das hat er alles selber gemacht. Hier. Na gut, den Beat hat er wahrscheinlich gefragt. Würde ich jetzt spontan sagen, hat er gefragt, ob er den Beat nehmen darf. Oder ob er einen Free Beat kriegt. So, aber. Ja. Das wird, wie gesagt, das wird alles aus der eigenen Tasche gelatzt haben. Und als erste neue, ist immer so, neue Single nach der Pause ist es wirklich ein stabiles Brett. Liebe war schwer, aus Afghanistan kam ich hierher. Oh, mit leeren Versprechen, noch leeren Taschen. Doch ich hatte immer schon ein großes Herz. Superstar werden, keine Problem. Bald fang ich schon an, die Scheine zu zählen. Stapel die Fuffis zum Himmel, mein Freund. Wovon ihr Pussys und mir seiner Träume? Saug lieber weiter an Mutti, du Toy. Gehirn so wie Pudding und Muckis aus Heu. Deutschland will wieder den Rap mit Verstand. Ich hab verstanden und nade die Gun. Rapper, sie tanzen zum Rat-tat-tat. Jeder meiner Songs ist am Rat-tat-tat und bringt mich hinauf. Oh, sie träumen ihr Leben, ich lebe mein Traum. Und sie glauben. Dass ich fall, Baby. Meine Stimme, ja, sie knallt, Baby. Durchblick wie ein Ultraschall, Baby. Superstar, Digi. Superstar. Das ist. Das Ding stabil, Alter. Ich bin gespannt, was das nächste Single dann kommen wird. Also, das. Ein gewisser Song hat ja ein gewisses Thema etc. Und einen gewissen Aufbau, deswegen. Ich bin gespannt. In die Sonne, ich schließe die Augen und folge mein Ziel. Gebe nicht auf, schaue hinaus und beende das Spiel. Folge nicht lang, denn die meisten deutschen Rapper reden viel zu viel. Und ich glaube, heute Nacht werde ich zu einem gottverdammten Star. Digi, super, super Star, Digi. Ich beende Karrieren, Habibi, und lebe mein Traum. Superstar, Digi, super, superstar, Baby. Ich beende Karrieren und lebe mein Traum. Und eine klasse Beat-Auswahl. Das ist ja schon die halbe Miete. Ein guter Beat. Wenn natürlich noch die Performance auf dem Beat noch stimmt, ist es natürlich. Ich habe das mit dem Röntgenblick vorhin falsch gesagt. Tut mir leid an der Stelle.
Aber das ist wirklich. Ich bin an der Stelle echt positiv überrascht. Es ist, besonders wir reden hier von dem Track, der 3 Minuten 32 geht. Und kein. Und er ist komplett dauerhaft gefüllt mit Lyrics. Auch wenn jetzt dreimal die Hook mit drin war. Am Anfang die Hook, dann Part Hook, Part Hook. Aber wir reden hier von 3 Minuten und 32 Sekunden. Und nicht nur 2 Minuten und ein paar zerquetschte. Musik hat doch noch eine Chance. Herrlich. Ich hoffe, dass es darauf hochgeladen werden will. Ich habe gerade in der Infobox gesehen, dass hier ich hoffe, dass es darauf hochgeladen werden will. Sonst muss ich die Scheiße nochmal machen. Hasip? Genau, Hasip. Starker Track. Ich merke, dass viel Arbeit reingeflossen ist und wahrscheinlich um etwas viel Geld. Ich hoffe, du bleibst dran und dass ihr den jungen Herrn eine Chance gibt. Ihr Ficker. Und ich bin auf die Twitter-Single, bin ich gespannt. Der Song kommt am 11.11. raus. Na, mal gucken. Gut Ding, wie Weile haben. Ich hoffe, du bleibst dran. Du machst eine so eine. Du lässt dich abkommen von dem Weg. Ich möchte als King Künstler kritisieren oder so. Außer es ist angebracht. Stabiler Track. Geiler Beat-Auswahl an der Stelle. Besonders der Track heißt Superstar und der Beat-Produzent heißt Superstar Beats. Es muss ja irgendwie passen, ne? Extrem starkes Video an der Stelle. Schöne Schnitte, viele Locations. Gut in Szene gesetzt auf dem Hochhaus mit dem Sonnenuntergang. Dann noch ein paar, dann noch diese. Hier, diese schöne Drohnenfahrt vom Fußballplatz. Platz. Passend zum Barca-Trikot. Hier, Bahnhof. Sieht aus wie ein Bahnhofsgelände, oder zumindest so ein Viertel. Hier auf dem Kräne hinten. Der normale Szenen von der Stadt. Herrlich. Ich habe schon schlechtere Videos gesehen an der Stelle. Ihr wahrscheinlich auch. So, Schluss damit jetzt. Wie gesagt, ich wünsche dir viel Glück. Ich bin positiv. Ich bin wirklich happy. Happy. An der Stelle. Und ich bin aufs nächste Projekt gespannt, beziehungsweise auf den nächsten Song gespannt, was danach kommen wird. Ich hoffe, dass du noch ein paar Aufrufe auf den Song generierst, noch ein paar Abos auf den Kanal generierst. Viele Leute natürlich nur, die für solche Musik sich interessieren, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Support hat sie am Start. Wenn es gute Musik zum Pushen gibt, bin ich gern dabei. Wie gesagt, ihr könnt auch, wenn ihr Neueinsteiger seid oder schon jahrelang dabei wart und wollt einfach mal, schreibt mir einfach auf Insta, so. Geht los. Ich bin weltoffen. So wie Deutschland. So. An der Stelle wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Also, dir wünsche ich noch einen schönen Tag. Bleib dran. Den anderen Leuten wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Macht irgendwas Sinnvolles. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, ihr Ficker.